Hallo. Und sorry für den abrupten Angriff. Und willkommen zur 12. Folge von Risen. Diesmal wieder mit Mikrofonton, nicht so wie das Ende der letzten, wo ich das Mikrofon aus hatte oder gemutet oder was weiß ich. Wir haben nachts die Stunde der Wahrheit. Vielleicht kommen wir jetzt in dieser Folge mal zu irgendwas Ertragreichen. Aber abwarten. Moin. Ich muss sagen, der Typ da oben, der tat mir erst so ein bisschen leid, wo er dann so erzählt hat, alter Mann, bla bla, was weiß ich. Allerdings, wo er dann gesagt hat, man kann ganz gut davon verdienen. Ihr findet öfter mal Schätze. Dies, das, Ananas. Ja. Pflück mir leer, das Ding. Okay. Ich lass mich da nicht blicken. Es ist doch Nacht. Geht mal alle in eure Häuser. Kann man da irgendwie... Sie haben keine Augen, ehrlich. Ja. Aber sie können, das ist angenehmer. So. Ich möchte bei dem das Ding hier haben. Was macht er? Irgendwas hat er vor. Ja, das macht mir natürlich die ganze Situation jetzt noch komplizierter. Check, check, check. Du machst Zeug. Alle gestorben sein. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Sowas hat noch nie jemand gesehen. Nicht? Da kümmert sich ja auch keiner drum. Meinst du, das nimmt noch ein gutes Ende? Du hast recht, wie immer. Was er wirklich vorhat, weiß niemand. Ehrlich, in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Über sowas macht sich doch keiner Gedanken. Ich glaube nur, was ich gesehen habe. Okay. Sorry, das wollte ich mir jetzt mal mit anhören, das Gespräch. So gingen meine Gespräche mit Frauen auch wieder. Jemand sagt was, Pause. Peinliche Stille. Jemand sagt was, wieder Pause. Wieder Stille. Das ist ein richtig flüssiges Gespräch. Gefällt mir. Na, Burgerin. So. Ein Sägeblock. Da können wir etwas sägen. Nein, war ein Spaß. Ich stelle mich halt nicht in unsere gerichtige Folge. Wobei, es wäre ja mein Humor. Lustig wär's. Und für mich einfach zum Aufnehmen. Und dann ist auch egal, ob das Mikrofon geht. Ja. Hi, Ordenskrieger. Komm, no risk, no fun. Ich gehe jetzt einfach mal rein und wir gucken mal. Also ganz weg so. Hup. Check. Keine Ahnung, ich nehme einfach den kompletten Laden auseinander. Wenn dann richtig. An der Kaue. Ja. Gut, easy going. Kann ich da auch einfach reinlaufen?
Halt! Du kommst hier nicht rein! Ich hörte, der Don hat noch so einiges hier im Haus zurückgelassen. So, so. Und was soll das sein? Angeblich soll hier noch ein Erbstück des Don versteckt sein. Ein goldenes Amulett. Unsinn. Wir haben alles durchsucht. Sowas wäre uns aufgefallen. Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Dieser Mistkerl Tony wahrscheinlich, was? Lass dich nicht verarschen, kann ich dir nur raten. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich? Ja, wenn Tony das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein, aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Ha, du Großmaul, du glaubst wirklich... Dann geh rein und überzeug dich selbst, da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Ha! Easy going. Gehen wir mal rein. Oh, da liegt über so viel Zeug, das will ich alles mitnehmen. Oh Mann, geht weg, ihr hässlichen Ordenskrieger. Keiner braucht euch. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt hier in alle Sachen reingucken und mitnehmen. Ich mache die komplette Bude leer. Das ist mir scheißegal. Ich nehme mit, was geht, ohne aufzufallen. Olf. Schreib du dein Ding, ich mach mein Ding. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Geht mir ganz genauso. Ich muss kurz nochmal speichern, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt hinkriege. Und bei dir so? Ja, du kriegst das, das ist an der Gaue. Da hängt irgendwo ein Bild, aber die Frage ist, in der welchen. Aber es ist auch nicht so wichtig. Wir sind aktuell noch auf Loot-Tour und dann widme ich mich dem Bild, wo ich gucken soll. Schatztouren, Alter. Das sind zwei Schatztruhen, ich krieg die nicht auf, das ist so fies. Überall Bier. Kann ich hier schlafen? Oh, nice. Habe ich jetzt so eine Dauererlaubnis hier reinzugehen? Weil dann könnte ich jedes Mal hier drin die Nächte und Tage rumbringen. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Was willst du für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft. Sorry, ich musste gerade kurz die Aufnahme mal wieder pausieren, weil die Telefon geklingelt hat, ne? So. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Denk das Mikrofon an. Du redest von dir und deinen Drillingsbrüdern, ja? Genau. Wie ich sehe, hast du schon von uns gehört. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich euch die Nummer mit den besten Schatzsuchern der Welt abkaufen soll. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit.
Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Ja. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Das schaffe ich, indem ich denen sein eine Goldschale kauf. Dann den Mann eingebe und dann rausgehe. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Na cool. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Ich hau die einfach um. Wie zieht man 3 große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Sag mir, wo deine Goldschale versteckt ist. Oder du wirst hier vergammeln. Vergiss es. Erstmal wirst du mir dieses Wissen bezahlen. Ich dachte, du willst hier raus. Aber nicht um jeden Preis. Dann bleibe ich lieber hier sitzen. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Zeig mir, wie man schürft. Jetzt nicht. Also grundsätzlich ja, aber nicht jetzt. Okay, hier lernen wir Erz schürfen. Hier ist gerade keiner. Ja. Das ist wieder richtig undercover hier. Es hieß doch hinter irgendeinem verfluchten Bild. Ist ein Hebel. Dann geht hier eine Tür auf. Da ist ein Herd. Der bringt mir richtig. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja gut. Muss ich jetzt die Teller auch mitnehmen? Nehmen wir mit. Ein richtiger Thron. Da geht's durch. Hier geht's durch. Da ist der Durchgang. Ich hab ne. Das ist meine Frage nur, wo das Bild ist, wo es reingeht. Es hieß hinter irgendeinem Bild. Hier ist ein Hebel. Und den muss man ziehen. Jetzt ist meine. Da siehst du, hier jetzt geht's durch.
Das heißt, der Schrank haut ab. Was war die Aufgabe? Erbstück, geheimer. Was gibt's? Gibt's was?
das Ding wieder weg. Geht doch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Hier, ist dies Estebans Amulett? Mann, du hast es tatsächlich gefunden. Und ich dachte, ich müsste von dem heutigen Tage an Dreck fressen. Danke, Mann, du hast mir den Arsch gerettet. Die Geschichte bezahle ich dir mit barer Münze zurück. Du solltest dich uns anschließen. Jemand wie dich könnten wir brauchen, Mann. Was wirst du jetzt tun? Ha, ich bleib hier sitzen und gehe Hernandez noch ein wenig auf die Nerven. Na dann, viel Spaß. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Verkauf mir dein Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Ich bin Profi, merke ich gerade. Hi, ich habe mal wieder das Mikrofon ausgehabt, ne? Was ich gerade gesagt habe, wir haben jetzt hier das Erbstück gefunden und ich bin ja Profi und ich bin ja Vollidiot. Zeitgleich, deswegen, ja. Ich hätte einfach Linksklick auf das Bild machen müssen, ohne dass da was steht. Ich habe halt mal alles verklopft, mein Gott. Was haben wir noch vergessen? Gott, ich weiß gar nicht, wo war jetzt überall mein Ton aus? Wie gesagt, wir waren da hinten. Haben das Erbstück gerade gefunden durch Zufall, konnten die Kiste nicht aufmachen. Haben das dann abgegeben. Hierbei hat man ja gesehen. Haben wir dann Toni gegeben. Toni beschattet noch ein bisschen. Von dem Geld von Toni sind wir jetzt direkt zu Nico. Haben Nico das Artefakt abgekauft. Mit dem Geld vom Artefakt kauft jetzt den Laden von Salty. Da muss man eben aufpassen, dass man nicht ganz Salty wird. Das war dann der Spruch, für den ich mich ein bisschen geschämt habe. Und jetzt suchen wir Salty. Und sagen ihnen, dass der Laden übernommen wird. Deswegen, das war ja so die erste Aufgabe, die wir hier gefühlt angenommen haben.
ohne jetzt halt direkt eine reingedrückt zu bekommen, wie bei Delgado. Die haben wir uns ja nicht ausgesucht, die haben wir mehr oder weniger bekommen. Und die haben wir uns ausgesucht. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier, die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Na also, schau an. Ende gut, alles gut. Außer es hat mir wieder der Ton gefiltert, weil ich Profi bin. Aber jetzt, wir haben alles, wie gesagt. Das mit dem Bild war jetzt wieder herausragend von mir gelöst. Oh Gott, Alter, wenn das jede Folge so wird, dass ich erstmal 20 Minuten suchen muss, bevor ich überhaupt zur Sache komme, dann machen wir noch ein paar Folgen. Alter Verwalter. Das Ding haben wir heute leer geräumt. Ich gucke nur, dass ich jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufen kann. Alvaro, Alvaro, Alvaro. Alvaro, Alvaro, Alvaro. Kann ich da jederzeit reinlaufen? Ja, wir haben jetzt offiziell ein Bett. Wir haben jetzt offiziell ein Bett. Ja, das finde ich richtig nett. Wir verkaufen jetzt noch ein paar Sachen und dann machen wir ein Folgenende. Tut mir leid, dass zwischendurch mal wieder der Ton gefehlt hat. Ich bin froh, dass ich selber noch gemerkt habe. Immerhin. Aber trotzdem. Konrad, komm. Gib Gas. Zeig mir deine Ware. Sonstiges. Hornmuschel. Zeig mir deine Ware. Konrad, jetzt nochmal. Das habe ich alles gefunden, da kann ich nichts für. Schlüssel. Wow, die sind unglaubliche 10 wert. Wow, da, wow, jetzt, wow. Puh. Habe ich gefunden, den Kerzenleuchter, den Teller auch, keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ich weiß es nicht. Das war auf einmal in meinem Inventar. Ja, Wein brauchst du jetzt nicht unbedingt, ne? Hier haben wir noch ein paar Ringe, Nikos Ring. Er ist magisch. Plus 3 Stärke. Plus 10 Schutz vor Stichwaffen. Ring der Holzhaut. Ein Basic Ring. Gibt gutes Gold. Okay. 144. Nehme ich. Wohlhabend bekommen. Sorry. Geht doch nicht darum. Mission accept. So. Dann würde ich sagen, wie gesagt, nochmal sorry, dass gerade wieder mal der Ton zwischenzeitlich von mir weg war. War wieder ein bisschen Stummfilm, beziehungsweise einfach das Spiel genießen, ohne dass ich dazwischen labe. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Beende ich die Folge. Bearbeite sie gleich fertig. Schneide sie zusammen. Klappen Intro davor. Ein Auto dahinter. Und vielleicht laden wir es heute noch hoch, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!